Staffel sind du aus Stix? Wir haben Erfahrung mit sowas. Lehn dich zurück und genieß dich schon. Gebiet haben wir aber ganz schön hier geplündert. Hm. Alles weiß und so. So sieht die ideale Welt aus. Alles weiß. Keine schwarze. Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber okay. Der Daniel musste wieder einen draufsetzen, ey. Der musste noch ein bisschen edgiger sein, ey. Oh, ich bin so edgy. Boah. Ich meine jetzt nicht das japanische edgy. Ich weiß. Where do you like to live? On the edge. Das hört sich richtig Mongo. Wir waren schon da. Ja, und ich bin schon offen. Nimm schon den, wie nennt sich die Dinger nochmal? Den Streitwagen. Was? Die Streitwagen. Ja, keine Ahnung, ich stelle mir vor, du nimmst irgendwie so einen Streitwagen, so einen fliegenden. So wie Hermes. Wieso? Was? Was hast du schon wieder für Fantasie von ich dir? Ich bin schon auf dem Weg. Los, Hermes, flieg. Und wo bist du? Da. Ich stehe ja vorne. Abgeschlossen, sucht nach Hinweisen. Okay, das gehörte sogar zu Quest. Ich hatte recht dann. Wie? Hey, wir müssen ein Loch finden. Sucht nach Kasachs Loch. Boah! Wo ist denn dein Loch? Wir werden hier tauchen. Ich habe aber Taucher noch nicht gelernt. Und das da hinten aus, als wäre da Disco. Wenn da irgendwelche Scheinwerfer in der Entfernung wären. Da hinten, da vorne. Ja, ganz sinnvoll. Wenn da irgendwelche Scheinwerfer steht. Müssen wir schon wieder so weit reiten, um das Loch zu finden. Das Loch, ey, ab in den Arsch. Ich geh rein, halt mir den Rücken frei. Was? Ich teleportiere mich hier rein. Ich auch. Zur selben Zeit wie du. Ja. Wo ist mein Streitwagen? Aber wir kommen in die Nähe zusammen. Ich sehe deine Hände, die bummeln. Hast du das auch gesehen? Ja. Boah, du hast echt Haare an den Händen, Alter. Warum fummelst du denn immer noch? Weil ich jetzt will ich wieder. Oh, an deine Brüste. Alter, ich hab gerade da. Ein Mechanoide? Was? Ich weiß nicht. Dinosaurier! Nein, das kann nicht sein. Die Stadt wurde vor langer Zeit versiegelt. Ich war irgendwie voll in, weiß ich nicht, Ego-Perspektive. Für eine Kreatur. Das bist du. Neue dätrische Bestie? Die Stadt der Uhrwerke. Ist das möglich? Nach Ibel. Keine Lichtershow. Die Stadt von. Indet, ich muss dem Zitschigritenmeister Bescheid geben. Wir haben ein Andenken bekommen, geil. Der hat sich doch gelohnt. Oha. Was ist denn da für ein Ding? Warte so. Hast du das auch gesehen, Daniel? Ja. Ich hab auch. Ich hab das hier. Ah ja, das Ding, das hab ich glaube ich auch bekommen. Na. Wir stoßen vor. Sto. Ich komme hier nicht vorbei. Ah. Bauen kein Pferd, da ist nur ihr direkt.
müssen ja machen. Stoß den Leuten eher ins Horn, soweit das obere Tor frei ist. Also ich tu auch mal blasen. Ich bin auf dem Weg nach Tiefwald. Wünscht mir Glück. Ey, die zwei Typen haben euch da jetzt echt aufgehalten. Streck. Der scheiß Stuhl. Ach, mein Arsch. Der hat gar keine Polsterung mehr, mein Stuhl. Der sitzt hier einfach. Der hat auch noch irgendwelche Spitzen, die da rausragen. Wer, ich? Mein Stuhl. Oder? Das ist keine Spitze. Und du ein Kissen da drunter. Ja, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee, ne? Warum denke ich eigentlich nie so weit voraus? Ich sehe immer nur ein Problem und dann denke ich, statt das zu lösen, lebe ich einfach mit der. Ja, ich weiß. Nein, machst du nicht. Wo kommen denn die auf einmal her? Ey, musst du ja alle hinziehen oder was? Wie soll ich das denn machen? Ich hab die Kette gerüstet. Oh. Ja, Daniel, das ist deine Anschlag. Ich frag mich schon, warum der Kampf irgendwie nicht aufhört. Ich hab die alle mit den Steinen abgeschossen. Ja. Manchmal. Von mir, ey, dann hat das ganze Gebiet hier sauber gemacht. Boah, Lagerfeuer, setzt euch an. Boah. Ich drehe mich einfach nur so und der muss sich natürlich wieder den most fancy Throne ever suchen. Ja, natürlich. Was ist so vor? Nix. Wo sitzt denn dein Hund da? Weil, auf dem Fass. Jetzt legt er sich hin. Kamera. Jetzt ist er aufgestanden. Boah. Der Daniel dreht sich sogar um. Ja, das ist mein Hund. Warum sitzt der hinter der Hund immer mit dem Rücken zu dir? Der respektiert dich gar nicht. Was denn? Jetzt kratzt er sich am Ohr. Der hat voll einen Disrespekt, ey. Jetzt kratzt der Daniel sich am Ohr. Warte, der sitzt sich schon richtig hin. Na, ja, geht doch. Jetzt wird er sich einfach so umdrehen aus Trotz. Ich kratze mich am Helm. Haben wir den nicht getötet? Er wird ewig weiter. Er ist irgendwie ein Boxer in dieser Welt hier. Wie setze ich denn jetzt da drauf? Ey? Wo bist du denn? Ey, ich setze voll verbuggt da drauf. Ja, ich sehe es. Boah. Meinst du? Wieso bist du denn mit dem Arsch in dem Brett drin? Ich weiß nicht. Dein Arm ist in der Trommel. Ja, das ist er. Der Hund kann sich das auch nicht ansehen. Jetzt bellt er. Er hat gesehen, sein Herr verwirrt sich, verhält sich ungewöhnlich. Soll ich gar nicht mehr draufsetzen. Jetzt hast du ihn kaputt gemacht, du blöde Kuh. Getrieben von Urwen, da ist noch mehr. Eine Versammlung von Fürsten. Drei Gesichter verhüllt, ganz Nirn ertränkt im Blut. Genug! Genug! Also die Welt geht unter, so wie ich das mitbekommen habe. Was zum Teufel? Was? Warum scheint die jetzt auf mich? Das Licht geht voll auf mich, Daniel. Ja. Auf mich auch. Wo ist denn der Hund? Ja, ja, der dreht sich ja um. Daniel guckt schon wieder, ja, das ist mein Hund.
Sonne und Mond, oh geil. Wie sieht das denn aus? Ich glaube, die ist voll zugedrückt. So, das hatten wir doch schon mal, Daniel. Also müssen wir die nicht retten. Was? Was war das? Wo ist nur von der Göttin irgendwie. Alter! Oh. Siehst du das? Ja, okay, das ist irgendwie geil. Mach du mal. Ja, die drehen sie dich dabei drehen? Nee. Weil, weißt du, dann war gerade Schatten und dann hast du wie so eine Taschenlampe so Licht auf den Boden geworfen, ey. Als du dich gedreht hast bei der Verwandlung. Das war irgendwie cool. Okay, das ist ein geiles Teil. Da kann man schön für ein paar Posen irgendwie hier benutzen. Ich drehe mich dann, wenn ich aus dem Video rausgehe, ey. Warte mal, mach das mal, damit ich. Ich mach das mal aus der EOP, dann habe ich dann so einen Clip für dich im Intro. Okay, ich mach das mal. Der Daniel, der tut sich schon in Stimmung bringen. War ein bisschen mal umgedreht bei mir. So? Ja. Haben wir schon von Anfang an, ey. Soll ich mich dann vielleicht mal so drehen? Ja, warte mal. Dreh ich mal um. Du drehst dich immer um, wenn du das machst, glaube ich. Ja, da macht man immer eine Drehung, ja. Ja, da ist es. Boah. Und dann, also, und dann kommt der Schild. Ja, der Schild beendet das ja nicht. Ich weiß, da kam aber gerade so passend hin. Ja, das ist auch gut, das Andenken. Oh, guck mal, wir sind voll miteinander verschmolzen. Ne? Ja. Weiter Jubiläumskuchen zum Jahrestag. Den Kuchen lassen wir mal bei euch. Okay. Ja, ne, das sieht aus. Das kann man auch irgendwie benutzen, um Fun zu machen. So eine ernste, irgendwie voll die ernste Situation und dann so einen Kuchen da reinstellen. Ja. Da müssen wir zum Malapala Dingenskirchen. Malabaltor. Zum schwarzen Tor von Mordor. Da haben sie bestimmt irgendwo einen schönen Strand oder so. Ja, genau. Ich muss mal Drollo runter machen, ja. Ja, sehen die Ghetto-Jungs dich. Ja. Jetzt gucken die durch mein Fenster und schauen mich böse an. Hast du ein Kaugummi? Sieht schon einer so die Knarre im Spand. Der Daniel sagt natürlich nein, obwohl er einen hat, weil es voll wert ist, für den scheiß Kaugummi zu sterben. Noch haben wir die Kontrolle, ey. Da! Ah. Ist das besser? Ja, ja, ich kann mich ja nicht wieder bewegen. Ja, ganz toll, ey. Ich glaub nicht, dass ich den alleine schaffe, ey. Ey, ich kann dich fressen, Daniel. Ja, super. Oh, der greift mich sofort an, wenn ich mich heile. Er geht mir auf den Sack, ey. Oh, ich muss fressen, Alter. Hast du das gesehen? Ja. Er hat den einfach in den Rücken geboxt. Hättest du? Dann sieht aus, als würde ich irgendwie auf einer Tribüne sitzen und dann hier alles angucken. Aua. Dass du dich zurückverwandelt hast.
das ist wegen der passiven Fähigkeit. Wenn ich Schaden nehme, irgendwie verlängert das ein bisschen meine Form. Schön, bist du da. Ja, das ist irgendwie ein Effekt, der tritt alle, was weiß ich, wie viele Sekunden ein, weißt du? Ja, irgendwann muss das ablaufen, ich weiß. Das ist doch ein normaler Gegner. Oh Gott, oh Gott! Boah. Geh doch mal endlich drauf! Ein Schlag noch. Fick dich! Ja, gut. Der Weg ist geklärt. Alter, war das ätzend. Ja, oh, her mit dem Geld und dem Seelenstein, du Pisser, ey. Oh, nee. Oh Gott, oh Gott. Warte, geil. Nein. Oh. Hey. Ich bin schon wieder alleine. Oh, Daniel. Die Lager war am Boden, dann hatte ich irgendwie kein HP. Bitch! Okay. Halt meine Ausrüstung zu verändern. Ja, was hab ich denn hier? Jetzt musst du mich streicheln, Daniel. Genau. Ich hab gut gemacht. Oh, rotblute Augen, Alter. Blutrote Augen, der Daniel fischt auch. Oh nein, oh, oh. Bin hässlich. Das stinkt ja gar nicht nach scheiß Falle, ey. Findet und besiegt Klingenmeister Erthas, das ist schon ein Meister, das geht mir jetzt schon auf den Sack. Ich wollte schon sagen, was war das jetzt? Oh, zum Teufel, hier geht's tief rein, ey. Ne, schwimm mal ein bisschen. Schwimm, schwimm! Guck mal, Daniel, schwimm. Das ist voll disrespektvoll, der hält da seine Schurkenrede und ich schwimme hier. Komm doch ins Wasser, ist bestimmt herrlich, ey. Das ist doch sowas von der Falle. Der ruft doch bestimmt irgendwelche Pisser, ey. Aber der Daniel macht ein bisschen Anstups mit seinem Stäbchen. Hier, yeah, für dich. Oh. Oh, ich greife ihn mal an. Hier, die Fresse. Ich weiß, das funktioniert. Obwohl, das ist gut. Selbst wenn das den nicht umhaut. Warte, ein Bogen? Was? Das funktioniert. Was war tot? Da sind Feuermotorenherrchen. Ja. Ist das dein Ernst? Da steht doch Klingenmeister. Was? Hat der irgendwie einen anderen Kampfmodus? Ey? Pass auf, Daniel, kannst du dich da mal eben um den kümmern? Ja. Der hat sich wegteleportiert. Ich hab den mal. Wo ist der? Da hinten. Boah. What's up? What's up? Macht sogar mir keinen Schaden. Ja, aber das ist irgendwie zu einfach, findest du nicht? Ja, ich meine, klar. Ja, komm mal hier. Willst du mich verarschen? Ich meine jetzt nicht, was, dass du den gekillt hast, aber... Trophäe. Ich schätze, die kommen trotzdem nicht zurück. Ja, die kommen nicht zurück. Wenn du stirbst, bist du tot, Süße.